Herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Folge Atari-Spiele. Ja, sind die einmal diese Automaten, dann kommt noch Atari, die 2600er-Dinger. Ja, dann hätten wir das erstmal. Und dann habe ich noch auf dem Plan C64, C16, das ist, glaube ich, dieselbe Ebene. Und Amiga. Amiga, genau. Ja. Aber da kommen wir später zu. Ich habe mir jetzt erstmal die Atari-Serie gegönnt und wir machen uns jetzt an den Spielautomaten Sprint 2. Ich kenne ihn nicht. Schauen wir mal. Okay. Das Spiel ist älter. Mal schauen, wie es funktioniert. Wie wird es gesteuert? Das weiß ich noch nicht. Alles klar. So, und dann. Okay. So kann man bremsen. Und Öl darf man nicht rauf. Wird man noch schneller? Oh. Oh, die rennen mal weg. Oh. Wie kann man denn schneller fahren? Ich weiß nicht, wie man schneller fährt. Ich kann nicht schneller fahren. Oh, wo fahre ich denn da? Hilfe, Wie fahre ich denn? Hilfe. Wie fahren die denn so schnell? Kann man irgendwie beschleunigen? Ich habe keine Ahnung. Kann man auch mit der Maus steuern? Oh, man kann auch mit der Maus steuern. Hey, das ist gewusst. Alles klar. Uah. Man kann mit der Maus steuern. So. Hey. Worauf kommt das an? Sind nur die Gegner, sind die so schnell? Hey. Hey. Sind ziemlich mies, die Gegner, ne? Ich weiß gar nicht, was... Ah, man kann Gang schalten. Ah, am rechten Maustaste war Gang. Den kann ich wieder runterschalten. Ich kann aber nicht wieder runterschalten. Wie schalte ich wieder runter? Oh Mist. Ich kann aber nicht runterschalten. Ah doch. Ah. Nee. Ja. Ich muss nochmal versuchen. So, einmal noch. Okay. Okay. Nee, der Start beschleunigt tatsächlich so langsam. Okay. Oh, oh. Jetzt geht der Tüch ab. Okay. Ah, ja, ist jetzt schon langsam. Oh, oh. Ey, Assis. Ah, das sind Assis. Sind die Assis, die sind hier? Oh, Öl ist hieß. Oh, das war eng geblieben. Ah. Naja, das Öl. Anscheinend das Spiel. Gib auf die Maushand. Man verkrampft so ein bisschen. Du musst locker bleiben. Bleib doch mal locker. Du musst ja locker bleiben. Oh, na danke, du mieser Welling. Lump-elendliches. Ja, Mann. Ich weiß schon, wo ich Kampfführerschein habe. Oh. Mir läuft die Zeit davon. Ich muss, wie viele Runden muss ich denn eigentlich schaffen? Steht irgendwie, wie viele Runden ich haben muss? Oh. Na, nein, das drängt ja. Das Spiel ist also asozial. Also. Okay, das war jetzt schlecht. Vor allem meine Schuld, aber die anderen Quests, genau, das meine ich, sind von den Gegenspielern, die sich total rücksichtslos verhalten. Oh, Mann, das Öl ist hieß. Oh, da wird ein bisschen wieder beschleunigt kommen und dann ich bleib auch immer hängen. Oh, ist nichts für mich. Oh, das Spiel hätte ich gehasst. Naja, gut. Oh, das ist nicht mein Ding. Das ist ja scheiße. Alles klar. Ja. Kauft euch das Spiel. Das ist nur geil. Nein, oh Gott. Ja, Mensch. Also, meine Güte, was soll ich dazu sagen? Das war Sprint. Ja? Mit den Steuern und so. Das ist schon geil, aber. Nein. Ja, ich war schlecht, ich muss zugeben, ich bin schlecht. Das war nicht mein Ding. Alles klar. Habt ihr wohl, bis zur nächsten Folge Retro Games mit Jockel. Ciao.